Hallo und willkommen zu einem weiteren Shadowcheck. Heute geht's mal wieder um das Handwerk. Es gab ja schon eine allgemeine Übersicht über das Handwerkssystem und was da so alles geändert wird. Und heute schauen wir uns die Relikte der Vergangenheit an, die ich letztens noch gar nicht drin hatte, weil die da noch gar nicht existierten. Durch diese Relikte wird ein bestimmtes Problem behoben, welches durch den Level-Squish entsteht. Denn eventuell habt ihr euch auch schon gefragt, wie ist das jetzt eigentlich, wenn ich zum Beispiel WOTLK als Erweiterung auswähle über Chromitime, dass ich dort leveln möchte? Oder als neuer Spieler fängt man ja direkt in BFA an zu leveln. Dann lerne ich da vielleicht auch Berufe und stelle mir Sachen her. Skalieren die dann auch alle mit dem Level, weil die Zone mit dem Level skaliert? Oder wie ist das genau gelöst? Kann man vielleicht die ganzen Sachen gar nicht anlegen, weil in BFA stellt man Sachen für Level 45 bis 50 her und in WOTLK von Level 25 bis 30? Alles gute Fragen und wichtige Überlegungen. Tatsächlich haben die Entwickler sich das wohl auch gedacht und deswegen existieren die Relikte der Vergangenheit. Wir werfen mal einen Blick auf die Schneiderei. Ich bin hier im Handwerksfenster und bin gerade in der Kategorie Classic und hier sehen wir jetzt die neue Unterkategorie optionale Reagenzien bei den Rezepten und wir können insgesamt 5 verschiedene Relikte der Vergangenheit herstellen mit den alten Stoffen, die man halt so in Classic findet. Aber nicht nur in Classic, sondern in jeder Erweiterung. Hier haben wir Burning Crusade, da kann ich auch die Relikte alle herstellen. Dann haben wir hier WOTLK, das habe ich schon gelernt. Da haben wir hier die 5 Ränge, Cataclysm, Mist of Pandaria, Warlords of Draenor, Legion und natürlich auch noch BFA. In Shadowlands gibt es keine Relikte, weil man sie da nämlich nicht braucht. Hergestellt werden sie meistens auf Rang 1 bis 3 mit dem normalen Stoff, was man halt so findet als Schneider in diesem Falle. Oder dann Rang 4 bis 5 mit dem etwas teureren Material, was man so braucht im Falle des Schneiders, also hier das Tiefseesatin. Und jetzt schauen wir uns mal den Tooltip an. Ein optionales Handwerksmaterial, um die benötigte Stufe und die Gegenstandsstufe des hergestellten Rüstungsteils festzulegen. Was soll das heißen? Damit kann man das Itemlevel von einem Ausrüstungsteil festlegen und auch das benötigte Charakterlevel. Jetzt denkt ihr euch vielleicht, ah, okay, ich verstehe, man kann ja in diese Ausrüstungsteile von Shadowlands diese neuen optionalen Reagenzien einfügen. Heißt also, man kann das hier irgendwo auswählen und je nachdem, welcher Rang das ist, wird dann einfach das benötigte Level auf Level 10 oder 20 oder 30 oder 40 oder 50 gesetzt, wodurch man dann mit seinem Main-Charakter Ausrüstung in Shadowlands auf einem viel geringeren Level herstellen kann, um es an Twinks zu senden oder im Auktionshaus zu verkaufen. Ja, nicht ganz, denn das würde ja nicht das Problem lösen, dass man selbst mit seinem Twink Handwerk betreiben möchte während der Levelphase und sich dann Sachen herstellen möchte, die man selbst trägt, egal in welcher Erweiterung man ist. Eine Sache habe ich jetzt noch nicht erwähnt, wir gehen mal wieder runter nach Classic. Man kann nämlich nicht mehr nur in Shadowlands optionale Reagenzien einsetzen, in die Herstellung von Ausrüstung, sondern in allen Erweiterungen bei allen Rezepten. Ich gehe hier mal zum Beispiel in Classic, Wollcape. Hier können wir jetzt auch optionale Reagenzien einfügen oder in Cataclysm, irgendwelche Armschienen hier. Da, Geistheiler Armschienen, da kann ich auch eine optionale Reagenz einfügen. Wieso ich jetzt die boshaften Glutseiden Armschienen nicht modifizieren kann, das ist eine gute Frage. Bei einigen Sachen geht das, bei anderen nicht. Ich dachte erst, das liegt vielleicht daran, dass einige Sachen für die Levelphase gedacht sind und andere sind fürs Endgame, aber das stimmt auch nicht, denn wenn wir uns zum Beispiel mal in, schauen wir mal, Pandaria hier, Google der fallenden Blüten anschauen, hier kann ich auch eine optionale Reagenz einfügen und das ist ein episches Ding, was man eigentlich erst im Endgame benötigt, zumal hier sogar Sockelplätze drauf sind, die man dann belegen könnte, was ganz praktisch ist. Aber das ignorieren wir erstmal, es steht fest, man kann auf jeden Fall in vielen, vielen Rezepten während der Levelphase in allen Erweiterungen dann auch optionale Reagenzien nutzen, allerdings auch immer nur diese Relikte der Vergangenheit. Also, wie funktioniert das Ganze? Windwollschultern benötigen Stufe 32, was ich auf Level 10 zum Beispiel in Pandaria nicht wirklich gebrauchen kann. Aber wenn ich nun das Relikt der Vergangenheit 1 da rein tue, dann benötigt man nur noch Stufe 15, um das anzulegen. Wenn ich Relikt der Vergangenheit 2 rein tue, benötigt es nur noch Stufe 25. Bei 3 könnt ihr euch vielleicht schon denken, Stufe 35. Bei 4 natürlich Stufe 45. Und bei 5 benötigt es, ja, was? Stufe 50, nicht 55, sondern 50, weil das ist ja erstmal das Maximum, bevor man dann weiter in die Schattenlande geht. Heißt also, ich könnte mir jetzt mal rein theoretisch Mist of Pandaria Ausrüstung herstellen mit Stufe 50, um damit dann anzufangen in Shadowlands zu leveln, wenn ich überall die optionale Reagenz Relikt der Vergangenheit
Numero 5 reinpacke. Genau, und so funktioniert das. Man muss einfach immer zusätzlich die Relikte herstellen und dann kann man die ganzen Sachen, die man sonst auf einem, keine Ahnung, Stufe 35 hier zum Beispiel oder das ist alles Stufe 35, die ich dann halt nur auf einem höheren Level, hier Stufe 32 nutzen könnte, die kann ich dann auf einem x-beliebigen Level benutzen. Also zumindest das Level, was mir das Relikt der Vergangenheit vorschreibt. Übrigens gilt das Ganze auch für Waffen, was eine Besonderheit ist, denn bei den Shadowlands-Rezepten kann man keine optionalen Reagenzien auf Waffen drauf machen. Bei den ganzen anderen Erweiterungen geht das, also hier zum Beispiel Mondstahl-Breitschwert für Stufe 13, da kann ich jetzt Relikt der Vergangenheit 3 draufpacken und dann benötigt das Stufe 35. Wieso ich hier jetzt nicht Relikt der Vergangenheit 2 auswählen kann, um das auf Stufe 25 zu machen? Auch eine gute Frage, ich glaube, das System ist einfach noch nicht zu 100% fertig. Was mir aber auch aufgefallen ist, was natürlich auch wieder eine Besonderheit ist, wenn man richtig ausgeklügelt schaut, was man sich denn am besten herstellt zum Leveln. Die Schneide des Winters hat ja beispielsweise auch einen Effekt auf sich, überzieht ein Ziel mit 0 Frostschaden jetzt in diesem Falle und auch das kann ich modifizieren. Und dann habe ich das Ganze auf Stufe 50 und habe dann halt diesen Zusatzeffekt da drauf. Ich bin mir sicher, dass irgendwelche richtig schlauen Leute da entsprechende Gegenstände finden, die man sich im besten Falle herstellen sollte, um das Maximum aus allem rauszuholen, weil da halt noch irgendwelche Effekte drauf sind oder weil die Sachen super gut skalieren. Alles, was ich euch jetzt gesagt habe, gilt übrigens nur für Schneiderei, Lederverarbeitung und die Schmiedekunst. Nur sie können die Relikte der Vergangenheit herstellen und auch nur sie können sie auf die entsprechenden Rezepte anwenden, obwohl ja eigentlich auch andere Berufe zum Beispiel Waffen herstellen können, wie der Ingenieur, der verschiedene Schusswaffen hat und so weiter. Aber da geht das aktuell tatsächlich noch nicht. Und zu guter Letzt nochmal ein wichtiger Punkt, die Relikte der Vergangenheit, die man in den verschiedenen Erweiterungen herstellt, die sind immer die gleichen. Wir haben ja gesehen, in jeder Erweiterung gibt es 5 Relikte. Heißt also, theoretisch, wenn sie nicht immer die gleichen wären, gäbe es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mal 5, also 40 verschiedene Relikte, aber das ist nicht der Fall. Ich kann jetzt zum Beispiel Relikte der Vergangenheit aus Classic herstellen mit Seidenstoff auf Rang 3 und dann in die BFA gischtvernebelten Leinenfäustlinge dieses Relikt der Vergangenheit 3 da einfügen, denn alle Relikte der Vergangenheit, die ihr hier seht, die habe ich zum Beispiel über die Nordend-Schneiderei hergestellt für Froststoff und ich kann sie trotzdem in jegliche Rezepte halt einsetzen und dementsprechend muss man nicht ein bestimmtes Material farmen dafür, sondern man kann einfach in jeder Erweiterung mal schauen, wo kriege ich die Sachen am einfachsten her, vielleicht auch sind die Sachen im Auktionshaus am billigsten und dann kann man sich das einfach holen und die entsprechenden Relikte da herstellen, wo man es haben möchte, um dann halt die Ausrüstung zu modifizieren. Falls ihr übrigens noch was Lustiges am Ende hören wollt, ich habe keine Kosten und Mühen gescheut, um mir das System anzuschauen. Ich habe mir die Nordendschneiderei beigebracht, bin nach Eiskrone geflogen, habe da 2 Stunden lang Elite-Mobs getötet, um Froststoff genug zu sammeln, nur um am Ende festzustellen, ich hätte viel weniger Froststoff gebraucht, weil man kann auch über Verbände Schneiderei skillen seit BFA. Nur leider werden die Rezepte dafür nicht beim Schneidereilehrer beigebracht, sondern beim Verbändelehrer. Ja, man hat ja sonst nichts zu tun. Gut, das soll es aber auch gewesen sein. Ich muss sagen, ich finde es gut, dass Blizzard daran gedacht hat, dass man aufgrund von Chromie Time die Handwerksberufe entsprechend anpassen muss, damit überall alles auch benutzt werden kann. Ich hätte ehrlich gesagt nicht daran geglaubt, dass sie da irgendwas dran ändern, weil Handwerk während der Levelphase ja sowieso fragwürdig ist, aber sie haben es getan und das verdient auf jeden Fall einen Daumen hoch. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüssi!